Hi, gut und herzlich willkommen zum Thema Handy am Steuer oder die Pokémon-Süchtigen, die nur noch auf Handy achten und einfach auf die Straße laufen. Und auch nur nach unten gucken, so auf dem Handy, deswegen guckt gerade die Kamera. Nein, das nehme ich nicht als Ansage. Aber es ist auch gut genug, um reinzukommen und jetzt geht's richtig los mit dem Video. Hi, gute. Und heute zum Thema Handy am Steuer, wie ihr wahrscheinlich oben schon im Titel gesehen habt. Ja, eigentlich ein sehr wichtiges Thema. Wie ich drauf gekommen bin, es war vor einigen Tagen, bin ich in Gießen rumgelaufen, mit an der wichtigen Kreuzung von Gießen. Und an der Rechtsabbiegerampel standen drei Autos. Und da ist gerade das Ordnungsamt vorbeigelaufen, Entschuldigung, Ordnungspolizei, mittlerweile als Ordnungspolizei. Ich finde es okay, denn vor Ordnungspolizei hat man ein bisschen mehr Respekt als vor Ordnungsamt. Allein der Name macht es, auch wenn es keine richtigen Polizisten sind. Aber das nur nebenbei. Ja. Und haben gesehen, aha, das erste Auto hat Handy am Steuer. Ja, und wie man weiß, auch wenn das Auto steht, wenn der Motor läuft, darfst du kein Handy am Steuer haben. Haben dann geklopft und die eine hat sich total erschrocken, ne? Und ja, was ich aber gut fand, dass die nicht irgendwie sagen, ja komm mal zur Seite, wir schreiben jetzt auf. Bam, hier, Bußgeld 60 Euro. Mittlerweile ist es ja teurer geworden, dass du gleich... Das zweite Auto hat nichts und das dritte auch. Wieder geklopft. Die hat sich total erschrocken. Die war total geschockt und hat sofort weggeschmissen das Handy. Und auch nur geklopft und das Zeichen gemacht. Ich fand's richtig gut, dass sie halt nicht sofort das Ding rausgenommen haben. Den Zettel, ihr Gerät. Entschuldigung. und sich die aufgeschrieben haben. Sondern ich denke, damit kann man auch mal viel bewirken. Klar, muss man manchmal wehtun. Aber ich denke, so erreicht man auch was. Und man hat es bei beiden gesehen, dass der Schockmoment, kann man sagen, da war. Und ich denke mal schon, dass sie es erstmal nicht machen. Hoffe ich zumindest für sie. Und ja, wie schon erwähnt, das Bußgeld ist natürlich von 40 auf 60 Euro gestiegen. Und da haben sich natürlich viele aufgeregt. Ganz ehrlich, 60 Euro und ein Punkt ist nichts im Vergleich zu ganz Europa. Wenn ich bedenke, wie viel da die Bußgelder kosten, da bezahlst du manchmal das Doppelte und Dreifache. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich es richtig. Denn gerade mit Handy am Steuer, egal ob man dann gerade so macht, und man zwischendurch nach oben guckt, nein. Viele beschweren sich über die LKW-Fahrer, die zum Beispiel irgendwas machen, kochen, Kaffee trinken nebenbei, Zeitung lesen, tun aber selbst dann Handy am Steuer benutzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kacke meine Freunde oder Bekannte an, wenn ich mitbekomme, dass sie mir schreiben, während sie fahren oder mir eine Voice-Nachricht schicken, dann, ich muss ehrlich sagen, ich kacke dich manchmal zusammen, weil ich das einfach nicht möchte, dass sie ihr Handy benutzen, während sie mit dem Auto fahren. Weil da kann, weiß Gott, was passieren. Man sieht es leider und hört es immer wieder. Und ja, da bin ich wirklich sehr dahinter, dass sie das nicht machen. Und viele regen sich einfach auf, ja, 60 Euro, viel zu viel Geld, der Staat möchte eine Kasse voll machen, was totaler Humbug ist. Schau mir uns mal wirklich im Vergleich an zu Europa. Vergleich das wirklich mal. Da bezahlt man das Doppelte, Dreifache und was weiß ich, das sind die Strafen wesentlich höher. Und natürlich, ich finde es auch richtig, denn wenn du das Handy am Steuer benutzt, mal 1-2 Sekunden unaufmerksam bist und dann übersiehst du irgendjemanden vielleicht im Straßenverkehr und überfährst ihn vielleicht tot. Toll. Du wirst dann nie wieder glücklich, die Familie des Verstorbenen wird nie wieder glücklich. Natürlich. Und deswegen finde ich 60 Euro viel zu niedrig. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen wirklich da drauf. Denn wird man während der Probezeit mit dem Handy erwischt, gibt es keine Probezeitverlängerung. Denn Handy am Steuer ist ein B-Verstoß. Nur bei A-Verstößen kommt man in die Probezeitverlängerung. Das heißt, man muss nicht mit einer Probezeitverlängerung rechnen. Eigentlich sagt man immer, Verstöße ab 60 Euro wird zu einer Probezeitverlängerung führen. Aber da Handy am Steuer ein B-Verstoß ist, muss man da keine Befürchtung haben, dass man die Probezeit verlängert bekommt. Und da, denke ich mir, muss man auch was tun. Ich meine, klar werden sich viele Jugendliche freuen, die schon erwischt worden sind, keine Frage. Aber ich finde, das muss viel härter bestraft werden. Auch wenn mich nicht fest vielleicht einige dafür hassen werden. Aber ich finde, Handy am Steuer ist fast mit zu vergleichen wie
besoffen fahren, würde ich sagen, aber es ist natürlich noch schlimmer. Weil mit besoffen fahren bist du auch nicht so her über die Lage, unaufmerksamer oder nicht so reaktionsschnell. Und das bist du bei Handy am Steuer genauso. Du bist weniger reaktionsschnell und kannst keine Gefahrenbremse machen oder mal schnell ausweichen oder irgendwie sowas. Und deswegen finde ich wirklich, dass man da vielleicht mal überlegen sollte, da was verändern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seht ihr es anders? Seht ihr es genauso? Benutzt ihr vielleicht sogar selbst Handy am Steuer? Und wenn ja, regelmäßig oder nur im Notfall? Oder wenn ihr auf dem Beifahrersitz seid, wo der Fahrer benutzt das Handy die ganze Zeit. Sagt ihr da was oder sagt ihr da nichts? Oder habt ihr da Vertrauen oder dies und das? Wie findet ihr die Bußgelder? Findet ihr in Deutschland angemessen oder weniger angemessen? Und ja, das sind so alles Fragen, worüber ich gerne die Antworten hätte oder generell eure Meinung zu diesem Thema. Denn ich denke, Handy am Steuer ist immer wieder ein Thema, gerade jetzt auch zu Pokémon Go-Zeiten, ne? Ich meine, wie viele laufen nur so rum und laufen dann bam gegen die Stange oder so. Und da sieht man auch, wie unaufmerksam man ist. Oder einfach über die Straße, ohne zu gucken. Das ist schon brandgefährlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch mal so ein bisschen mit freakigen Dennis rein. Und ja, lasst es mich auf irgendeine Weise wissen. Gebt mir Feedback. Auf welche Weise auch immer ihr wisst es. Ich finde immer sagen, jo, Daumen hoch oder so, das ist immer blöd. Betteln ist scheiße. Einfach nur Feedback geben, auf welcher Weise immer. Ich freue mich. Bis dahin und ciao, ciao.